Guten Morgen. Guten Morgen. Wir melden uns heute vom Naturcampingplatz Seeweide in Penzlin und nehmen euch heute mal mit auf unsere Radtour Richtung Neubrandenburg. Genau, freuen wir uns drauf. Ja, bis gleich. Ciao. Und schon sind wir unterwegs. Gestartet von der Halbinsel Werder, auf der sich der Campingplatz befindet, fuhren wir als erstes durch das kleine Dörfchen Werder. Von dort aus ging es entlang von jetzt schon voll in der Blüte stehenden Rapsfeldern Richtung Lübkow. Dann durch das kleine Dörfchen Siedichum und nach Alt-Rehse. So, Kamera läuft. Hast du Panorama drauf mit dem Wasser, mit dem See? Wahrscheinlich sieht man das ja mit dem See. Ab in See. Ab in See. Ich finde es hier auch schön. Guck mal, die idyllisch in Ruhe grasenden Kühe. Ja. Also eigentlich sind wir ja hier runtergefahren, weil hier steht Linienschiff, Neu-SW. Linienschiff und haben gedacht, hier ist eine Slipanlage oder ein Steg, dass man dann unten am Tollensesee weiterfahren kann. Aber dem ist nicht so. Das geht also bis hier hin und nicht mehr weiter. Ich habe gerade gelesen, Juni bis September. Oh, dann fahren wir jetzt wieder nach Haus. Also dann kommen wir im Juni nochmal. Aber wenn man, ich weiß ja nicht, ob man das von da aus sieht, wenn man da runter guckt hier, das ist dann der Tollensesee. Der ist 10 Kilometer lang, 2 Kilometer breit, aber tief weiß ich jetzt nicht. Ganz schön tief. Ganz schön tief. Man sollte schwimmen können und ja, und schließt sich dann oder geht von hier aus dann bis Neubrandenburg. Ja, gucken wir mal weiter. Genau, bis gleich. Mit Trink, Schatzi. Trink, trink, Brüderlein, trink. Da, 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 da. Ist eigentlich ein Walzer. Ist doch egal. Ach so, die Kühe. Ja, habt ihr die Kühe gesehen? Na, ich habe ja von den Kühen berichtet. Die, ja. Ich habe gesagt, friedvoll grasende Kühe. Dieser Hintergrund. Ne? Moment. Die strahlen schon eine Ruhe aus. Friedvoll grasende Kühe. Fischers Fritz. Fischt. Blaukraut. Frische Fische. So. Trink auch eins. Das Zeug's hier. Ja, gut. Bis gleich.
Läuft, wa? Läuft. Ja, jetzt sitzen wir hier am Ufer des Tollensesee. Und zwar auf dem Campingplatz. Gatschegg. Camping- und Bungalowplatz. Viele Dauercamper, wenig Tagesgäste. Ja, nicht, aber wobei, sehr schön gelegen am See. Wobei die Saison ja eigentlich losgeht. Mal gucken. Ja, genau, geht er erst los. Dreh mal um, ob du jetzt den See zeigen kannst. Ab in See, Moment. Ja. So, da nimmt er auf. So, das hier hinten ist Neubrandenburg. Mhm. Ja. Wir sitzen am Tollensesee und wissen immer noch nicht, wie tief der ist. Also, aber er ist tief. Ist ganz schön tief, also mal gezoomt. Naja, ja. Das ist jetzt alles etwas, oh, es geht. Das hier nennt man mal einen richtig schönen Zoom. So, dann gehen wir mal wieder weiter weg und gucken uns den See mal hier an. Ab in See. Jo. Ist das? Ist ja eine sehr schöne Gegend hier, diese Tollense-Gegend heißt die, glaube ich. Gestern haben wir doch im NDR, Mecklenburg-Vorpommern, haben wir doch... Da war ein Bericht gewesen. Da war ein Bericht gewesen, genau. Warte mal, da war ein Hinweis auf einen Podcast, ARD Mediathek. So, und zwar... Ist das irgendwie was mit Fokus? Also Mecklenburg-Vorpommern im Fokus, so heißt das. Und darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Und unter anderem gibt es auch Tollense Stadt Ostsee, Urlaubsmagnet im Hinterland von Mecklenburg-Vorpommern. Das hast du aber gut aufgesagt. Na, das habe ich jetzt abgelesen hier von dem Titel. Und ja, da gibt es eben auch, wir waren schon ein paar Mal in Neubrandenburg, also auch hier bei der Rundfahrt einmal rund um den Tollensesee. Das sind so 38 Kilometer, aber heute wollen wir einfach auch mal in die Altstadt von Neubrandenburg, ne? Da wollen wir mal gucken, richtig tief rein. Vor allen Dingen wir, ja. Mal gucken, ob wir die Schilder finden zum Zentrum. Ach, klar, wir haben auch Google Maps, geht schon. Ah ja, da kriegen wir das. Ja, Mensch, sieht doch toll aus. Und dann vielleicht noch mal nach Burg Stargard, glaube ich, heißt das. Da müssen wir auch mal gucken. Aber da brauche ich noch eine Steckdose dazwischen. Sehenswert. Ach, schaffen wir schon. Also, wenn ihr mit hier einer Akkuladung. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ihr ein E-Bike hättet. Denn das ist doch ganz schön anstrengend, die Tour hier. So. Gut, das war's vom See. Wir sehen uns später wieder.
wir sind wieder auf unserem Lieblingscampingplatz gelandet oder einer unserer Lieblingsplätze. Und das ist der Naturcamping Seeweide in Penzlin. Den wollen wir euch noch mal ein bisschen vorstellen. Circa 100 Plätze, glaube ich, aber die Zahl weiß ich nicht genau. Besteht seit 2019. Die feiern nächstes Jahr 5-jähriges Bestehen. Wir sind eigentlich Nächste Woche 5-jähriges Bestehen und wir sind eigentlich seit Anfang an, 2019, sind wir hier immer, ja, eigentlich jedes Jahr ein paar Mal. Und es ist für uns einfach auch Erholung pur. Hier ist wirklich Ruhe und man hat trotzdem viele Möglichkeiten. Also hier gibt es ja den Penzliner Stadtsee, da kann man baden gehen, man kann schwimmen. Hier gibt es Stand-Up-Paddling, genau. Oder Sit-Up-Paddling. Dann gibt es hier einen Kanuverleih. Da kann man Kanu fahren. Auch angeln, also wenn Angler unter euch sind, die können da ihre Angeln. Genau, spielen, Fußball spielen. Also die Kinder können sich hier schön austoben. Gibt hier einen schön angelegten Kinderspielplatz, der nennt sich Rummelwiese. Sehr schön. Dann weiter vorne gibt es ein Streichelgehege, da sind dann so Kälbchen und kleine Ziegen, Karnickel, ne? Ganz niedlich gemacht. Hunde sind ja auch gerne gesehen. Die haben hier eine tolle Hundewiese eingerichtet. Da können die sich richtig auspowern und miteinander spielen und alles. Also sehr schön, sehr gelingt. Also ist auch von den Betreibern her, die sind so nett und fürsorglich. Fragen immer, ob alles gut ist, ob man noch behilflich sein kann, ob man Unterstützung braucht, und ist eine Familie. Also wir sind wirklich da, fühlen wir uns richtig gut auf. Ist ein richtiger Familienbetrieb. Mm. Also man fühlt sich da wirklich aufgehoben. Ja. Genau. Jetzt kommen wir mal so zu dem Technischen. Also die Stellplätze sind groß genug. Also wir haben hier mit unserem Rapido genügend Platz, quer, der längst oder sonst uns irgendwie hinzustellen. Circa 10 bis 12 Meter weit weg sind die Anschlüsse vom Fahrzeug. Es ist an alles gedacht worden. Entsorgung auf den Komfortplätzen ist auch mit an den Säulen. Genau, Wasser, Abwasser und Strom. So wie Strom ist pauschal. Ja. Einer der wenigen Plätze, die das noch machen. Und Duschen, genau. Man braucht also keine Duschmarken. Nee. Es ist so eine Zeitschaltuhr mit dran mit 240 Minuten. Das reicht Sekunden. Sekunden. Schatzi, ja? Ja, 240 Minuten ist ein bisschen lange, 240 Sekunden. Das reicht eigentlich an und für sich voll auf. Ja. Und Waschmaschine, Trockner, alles da, ja. Kinderbad, und alles und modern. Picobello. Ja. Picobello sauber. Was gibt's noch zu. Ach, wisst ihr was? Fahrt doch einfach mal hierher. Guckt euch das Ganze an, ob ihr einen Wohnwagen habt, ob ihr ein Wohnmobil habt, ob ihr jetzt so ein Zweimann-Zelt habt, so eine Dackelgarage oder so, kommt hierher, guckt euch das Ganze an. Wenn ihr Fahrräder habt, am besten E-Bikes, nehmt die mit. Dann könnt ihr hier Runden drehen. Die Havelquelle ist zu sehen. Mhm. Nach Neustrelitz kann man fahren, nach Neubrandenburg kann man fahren. Penzlin selber kann man auch ein paar Runden drehen. Also langweilig wird es hier einem überhaupt nicht. Oder auch mal gar nichts machen, einfach nur. Richtig, wer die chillen, Entspannung sucht und chillt. Genau. Wunderbar, die Ruhe hier. Ja. Herrlich, herrlich. Mhm. Ja. Und ihr seht, hier sind auch nicht viel Bäume, also es gibt viel Sonne, es sind sonnige Plätze. Alles sonnige Plätze, genau. Genau, das ist auch nochmal kaum unter Bäumen. WLAN ist da, WLAN funktioniert relativ gut, ist auch gebührenfrei. Ansonsten gibt es für die SAT-Empfänger gibt's keine Probleme. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also uns macht es jedes Mal Spaß, wenn wir hier sind. Und wir genießen jetzt nochmal ein bisschen Zeit, die uns bleibt jetzt hier noch auf dem schönen Platz. Ja, und wünschen euch auch noch einen schönen Nachmittag, morgen, Abend, was auch immer, zu welchem Zeitpunkt ihr unser Video guckt. Und ansonsten macht's gut. Nachbarn. Zum Wohl. Prost.